Ich begrüße erstmal alle teilnehmenden Leute an der Präsentation Freifunk Kiel. Was ist Freifunk und warum tun wir es? Mein Name ist Michael Reinhardt, auch den Nicknamen Mike van Bike. Bin aktiv in der Toppoint und aktiv seit 2012 mit Freifunk beschäftigt und habe auch noch andere Dinge, die ich mit Freifunk tue. Ja, fange ich da einfach mal an. Freifunk ist halt eine nicht kommerzielle Initiative für freie Datennetzwerke, die sich halt aus den Bedingungen, die wir hier in der Bundesrepublik Deutschland haben, würde ich, kann ich mal so sagen, irgendwie entwickelt haben. Und das war am Anfang halt eben ein schwieriger Prozess. Mittlerweile haben sich Sachen automatisiert und sind halt einfacher geworden. Und durch diese Einfachheit auch der Dinge haben sich auch sehr viele Leute mittlerweile daran beteiligt. Ja, was ist die Idee hinter Freifunk? Wir bauen halt eine Infrastruktur auf, die verwaltet wird von Bürgern, so wie mir, für Bürger, so wie euch. Das heißt also, wir verfolgen keine kommerziellen Interessen, sondern wir wollen das halt sehr lokal halten, wie hier im Fall Kiel und wie auch in anderen Communities in der Bundesrepublik Deutschland. Wir verfolgen dabei die Idee, Dateninfrastruktur zu teilen und verfügbar zu machen für viele Leute. Und wir fördern natürlich auch den Datenaustausch ohne kommerzielle Abhängigkeiten, wie wir sie meinetwegen bei den Telemedienanbietern halt haben. Wir machen das halt alles selbst. Und digital Free Speech ist halt, dass wir halt eben auch uns überlegt haben, ja, wir wollen natürlich das anbieten, allerdings wollen wir natürlich auch das möglichst zensurfrei tun, das heißt also ohne, dass irgendjemand dazwischen sitzt und Dinge mit diesen Daten oder auch mit der Kommunikation tun kann. Was bietet Freifunk? Eine autonome Infrastruktur, wie zum Beispiel der Domain Name Service und eine Adressverwaltung. Das heißt also, wir haben eine Zone-File, die wir selber verwalten können. Das offeriert halt die Möglichkeit, Services innerhalb dieses Netzes anzubieten. Wir haben lokale Bandbreiten von bis zu 150 MB, Bits pro Sekunde innerhalb von Inseln. Das heißt Inseln, die halt sehr nah aneinander stehen und sich auch sehen können. Komme ich später nochmal drauf zurück, wenn man das im Bild sieht. Und wir haben halt einfach den großen Service, den wir anbieten, den hauptsächlich großen Service, das ist das Internet und die Grundversorgung des Internets. Wie wir auch gesehen haben im Bezug auf die Flüchtlinge, die uns seit letztem Jahr erreicht haben, da ist hauptsächlich Freifunk der Erbringer der Leistung, dass die Leute mit ihren Familienangehörigen, wo immer sie auch seien, kommunizieren können. Ja, wozu brauchen wir Freifunk? Es ist ja schon eine digitale Kluft. Viele Leute und viele Menschen haben vielleicht jetzt nicht den Zugang zum Internet, sei es aus persönlichen Gründen und sei es halt aus anderen Gründen, wie zum Beispiel, ich habe da halt eben Einträge in der Schufa und kann halt eben nicht dran teilnehmen, weil ich keinen Vertrag bekomme, ermöglicht Freifunk halt eben den Zugang zu dem Internet, der wiederum natürlich auch den Zugang zu Wissen und auch Kommunikation bieten kann. Wir möchten gerne eine gesellschaftlich nachhaltige Infrastruktur aufbauen. Das heißt also, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, das möglichst langlebig zu gestalten, sodass es auch redundant läuft, was in einigen Fällen manchmal vielleicht nicht so irgendwie funktioniert, wie wir uns das wünschen. Aber wir würden halt eben auch gerne, dass halt eben das sehr lange läuft und halt eben auch irgendwie von anderen Leuten auch genutzt wird. Wir sind unabhängig. Unabhängig heißt jetzt insofern, dass wir das mit einer Handvoll Freiwilligen tun. Handvoll Freiwilligen heißt, die praktisch die Gateways servicen und auch eine Handvoll Freiwilligen, die die Gateways sozusagen sponsern und die Bandbreiten sponsern, sodass wir also praktisch unabhängig von Land oder Bund oder auch kommerziellen Anbietern handeln können und auch selbst entscheiden können. Wir sind auch in dem Zuge unabhängig
von politischen Interessen. Wir verfolgen keine wirklichen politischen Interessen, obwohl es eigentlich natürlich auch immer irgendwie mit zu den politischen Fragen kommt, wenn man im Freifunktreffen sitzt. Wir haben allerdings eine Unabhängigkeit von diesen politischen Interessen, obwohl Parteien im Kieler Umfeld natürlich auch bei uns teilnehmen und da auch aktiv sich beteiligen. So verfolgen wir halt eben schon irgendwie die Unabhängigkeit von politischen Interessen. Natürlich, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, ist auch natürlich der Zugang zu Inhalten ohne Zensur. Das heißt also, wir achten darauf, dass wir praktisch im Grunde genommen den Verkehr einfach nur durchleiten, egal was es ist, und manipulieren ihn natürlich auch nicht, was auch eine sehr essentielle Sache ist. Ja, wie kann man praktisch irgendwie, was braucht man dazu? Wir haben halt uns auf handelsübliche WLAN-fähige Geräte, auch Knoten genannt, wie wir das nachher noch sehen werden, wenn Sven uns das kurz dann vorstellt, wie man einen Router sozusagen umrüstet, sodass er freifunkfähig wird, geeinigt. Und da gibt es eine breite Palette. Einige Geräte bieten sich an, weil sie halt leicht umzurüsten sind. Andere sind halt schwer umzurüsten. Das ist immer eine sehr harte Arbeit, nennt sich Reverse Engineering und dauert halt Zeit. Bei einigen Geräten, wie gesagt, geht es leichter, bei anderen geht es nicht so leicht. Wir benutzen ausschließlich freie Software, das heißt also größtenteils GPL-lizenzierte Software, um auch die Gateways und die Knoten zu betreiben, was halt eben auch unser Verständnis ist von freier Software. Ja, und wir brauchen natürlich gemeinschaftliches Engagement, das heißt also nicht nur wir, die wir das bereitstellen, sondern halt auch ihr, die ihr praktisch Freifunk sozusagen dort hinaustragt und irgendwie die Router aufstellen und damit praktisch das Logo Freifunk sozusagen in die Freiheit lasst. Wie funktioniert Freifunk? Freifunk, wie in diesem Graphen dargestellt, im günstigsten Fall ist ein vermaschtes Netz. Das heißt also, ein Router, nehmen wir an, dieser hier, sieht diesen und kann mit diesem kommunizieren. Falls dies nicht gewährleistet ist, das findet im Ad-Hoc-Netz statt, falls dies nicht passieren kann, das heißt also, wenn ein Router freisteht, ohne dass er einen anderen Router da draußen sieht, wird dieser Verkehr auf ein Gateway geleitet und von dort aus weiter auf den nächsten Knoten sozusagen weitergeleitet. Und die Clients, das heißt also praktisch wir mit unseren Handys oder auch mit unseren Laptops, verbinden sich wie gewohnt, wie man es auch sonst irgendwie kennt, mit per WLAN und per LAN. Hier ist jetzt nochmal ein Ausschnitt aus dem Mesh Viewer. Hier können wir sozusagen, ich sag mal, mit einem modernen Wort Cluster sehen, dass wir halt diese Verbindungen haben, wo sich die Router gegeneinander sehen können oder untereinander sehen können. Und anhand der Farbe kann man sehen, welche Verbindungsqualität ist. Wenn man dort den Mauszeiger rüberfährt über diese Linien, wird auch dann nochmal eine Detailansicht gezeigt, wo halt praktisch nochmal angezeigt wird, wie viel Prozent die Verbindung dort steht. Ja, das funktioniert natürlich alles erstmal so weit. Natürlich gibt es dort auch Spielregeln. Spielregeln insofern, dass wir uns hauptsächlich an Dingen halten, wie zum Beispiel das Pico-Peering-Net oder Pico-Peering-Agreement, was ganz unten als Link besteht, dass wir natürlich auch irgendwie den freien Transit und keine Beeinträchtigungen oder Veränderungen der Datenströme, das hatte ich vorhin schon angedeutet, zulassen, beziehungsweise also keine Zensur stattfindet und keine Interzeption von den Datenströmen und dass wir also eine offene Kommunikation pflegen, sprich, dass es halt Freifunktreffen gibt, wo man darüber sprechen kann und auch die Infrastrukturdetails, wie viele Knoten wann wo gewesen sind, komme ich auch später nochmal drauf zu, wenn es um die Services geht, die man praktisch also auch als regulärer Nutzer einsehen kann,
Die neueste Firmware beinhaltet damit auch eine Übersicht, wo man relativ sehr viele Details sieht, in einer doch angenehmen Art und Weise zu betrachten im Browser, die auch aktuell ist. Und da kann man halt eben sehen, was halt eben irgendwie, wie viel Traffic wo hingeht. Und natürlich auch, dass wir natürlich keine wirkliche Garantie geben können für die Verfügbarkeit von Freifunk. A, wenn kein Freifunkrouter aufgestellt ist, kann es natürlich auch keinen Freifunk geben. Allerdings auch in Bezug auf die Datenmengen. Wir, wie ich anfangs sagte, sind halt eben freiwillig. Und das heißt also auch, dass es gibt halt nur so viel, wie es halt eben gibt. Und danach können wir dann auch nichts mehr tun. Ja, dazu kommt natürlich noch irgendwie das Telemediengesetz, insbesondere der Paragraph 8 und das Telekommunikationsgesetz, insbesondere das Paragraph 88. Das ist einmal halt das Postgeheimnis, was wir uns dort halt als Spielregeln auferlegt haben und halt eben auch die, gucke ich gerade nochmal rein, das Durchleitung von Informationsgesetz im Telemediengesetz, an das wir uns halten. Und das sind halt so die Grundspielregeln, die wir uns selbst geben oder halt eben, die halt technisch halt eben einfach möglich sind. Es gibt einen Service, der nennt sich Intercity-Kommunikation. Das heißt also, das würde oder das gibt die Möglichkeit, dass sich Communities untereinander unterhalten können. Das ist leider nicht in Vollendung umgesetzt, weil es halt auch schwierig ist, mit anderen Communities eine so dichte Kommunikation zu gewährleisten, A, in real und B, natürlich auch irgendwie im Internet selbst. Funktioniert in einigen Teilen, die Möglichkeit besteht, ist allerdings auch nicht, wird auch nicht von allen Communities unterstützt, aber die Möglichkeit gibt es. Freifunk zwischen Gemeinschaften oder Richtfunk zwischen Gemeinschaften, die Möglichkeit gibt es jetzt schon. Das heißt also, wenn ich eine genügend große Antenne, sagen wir mal, im Raum Kiel aufstelle, auf einem möglichst hohen Turm, sprich den Fernsehturm, könnte ich natürlich dort sehr weit funken. Hätte ich eine passende Gegenstelle, zum Beispiel in Hamburg, dann würde ich mit ihm mich verbinden können. Diese Möglichkeiten gibt es halt, sind natürlich stellenweise sehr schwierig umzusetzen. Ja, was für Services bieten wir an im Internet oder beziehungsweise was bieten wir generell? Hauptsächlich ist natürlich das meistgenutzte Service ist natürlich das Internet, wie ich es auch vorhin schon angesprochen hatte, in Bezug auf die Flüchtlinge, die das Internet benutzen oder Menschen, die halt eben keine Möglichkeit haben, einen festen Vertrag zu bekommen. Darunter fällt natürlich auch die Bereitstellung von an den Gateways, dass die Knoten sich an die Gateways verbinden können. Und wir leiten den Verkehr immer noch ins Ausland über anonymes VPN, komme ich später nochmal drauf zu, oder an Bandbreiten spendende Provider. Das sind halt eben in diesem Fall zum Beispiel der Freie Netze e.V. in Berlin, der uns auch irgendwie eine Möglichkeit gibt, irgendwie Traffic loszuwerden. Aktuell umgehen wir halt diese Störerhaftung durch die Verbindungsverschleierung von anonymen VPN bzw. den Bandbreiten spendenden Providern wie des Freifunk. Ja, das hatten wir alle irgendwie mal so gehört in letzter Zeit relativ oft. Die Störerhaftung lief auch auf Heise und netzpolitik.org. dass das Telemediengesetz halt eben novelliert werden sollte. Es ist novelliert worden, nur aus einiger Leute Sicht nicht zu dem, was man es hätte machen können. Und wir leiten halt weiterhin den Verkehr halt um auf diese Bandbreiten spendenden Provider beziehungsweise auf die VPNs, um halt eben mit dieser Störerhaftung immer noch auf der sicheren Seite zu sein. Das ist soweit in der Überlegungsphase. Es gibt dort auch aus Berlin mittlerweile Ideen, das halt eben auszusetzen und den Verkehr direkt sozusagen in sein lokales Netz fallen zu lassen. Das ist bei uns hier in Kiel soweit noch nicht, findet das noch nicht statt.
Aber wir überlegen das auch und das ist natürlich letztendlich, wird es als Opt-in umgesetzt werden. Das heißt also praktisch nur die Leute, die das wirklich wollen, können das auch dann dementsprechend auf ihren Knoten einrichten. Und es ist natürlich wirklich nur für Mutige. Das heißt also praktisch den Leuten, die sozusagen sich damit irgendwie auskennen und die damit dann auch letztendlich nachher darauf Lust haben, sozusagen sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Ja, der Link dazu ist halt eben nochmal irgendwie zu einer E-Mail bzw. zu einer Webseite, die ja auch irgendwie schon gibt. Es gibt ja einige Bundesländer, die schon Klagen sozusagen in der Richtung hatten und es gibt auch Mutige, die schon geklagt haben und es kommt halt immer wieder zu Rechtsunsicherheiten in diesem Feld, die natürlich anstrengend sein können für den einzelnen Betreiber. Ja, wie kann ich mitmachen und helfen? Ja, der einfachste Weg ist halt selber einen Mesh-Router aufstellen und das Netz vergrößern. Das heißt also im Idealfall sozusagen, wie ich es vorhin auch im Mesh-Viewer-Bild hier vorhin gezeigt habe, praktisch lokal bei sich um die Ecke die Nachbarn anzusprechen, zu sagen, hey, irgendwie, das ist doch eine tolle Sache. Könnt ihr da nicht einfach irgendwie mal mitmachen oder habt ihr da nicht Lust, irgendwie mitzumachen? Natürlich irgendwie wären toll irgendwie erhöhte Standpunkte, um ein Backbone-Netz zur Verfügung zu stellen. Das heißt also die Idee, wie es zum Beispiel also auch in Berlin betrieben wird, dass man halt einen Ring erstellt, der auf sehr großer Ebene dann von dort aus mit Knoten die Anbindung erreichen und dann praktisch dort das Freifunk nutzen können. Das ist angedacht und auch überlegt. Scheitert allerdings bisher an den Orten für solch eine Konstruktion. Ja, ein Uplink zur VPN-Infrastruktur zur Verfügung stellen, das heißt also praktisch an diejenigen, die vielleicht jetzt selber schon mit Netzen zu tun haben oder in Firmen arbeiten, die Netze haben, vielleicht einfach einen Zugang sponsoren und sagen, Leute, ich finde es super, eure Idee, hier habt ihr praktisch nochmal irgendwie einen Gateway und da könnt ihr praktisch irgendwie euren Verkehr hinleiten oder einen Zugangspunkt und da könnt ihr praktisch irgendwie euren Verkehr loswerden. Geld oder Sachspenden sind mittlerweile möglich, das ist der freie OVV, ONN-Verein, der gegründet worden ist auf Basis von Landesebene, komme ich später nochmal dazu auf dem Rückblick, aber Geld und Sachspenden können auch angenommen werden. Natürlich, oberste Sache, die man tun kann, ist über Freifunk reden und andere informieren über den Zustand. Und dass es Freifunk gibt und dass es eine Möglichkeit gibt, halt eben Freifunk zu nutzen und dass es auch sehr einfach ist, Freifunk zu nutzen. Ja, und natürlich am Freifunktreffen jeden ersten Donnerstag im Monat in der Top Point in der Fraunhofer Straße 2 bis 4 vorbeizuschauen und sich zu informieren und sich einzumischen und sich daran zu beteiligen. Hier nochmal irgendwie eine Ansicht aus dem Mesh Viewer von dem aktuellen Netz, was es halt hier in Kiel gibt. Da sehen wir, können wir hier deutlich sehen, dass es ein Cluster in Garden gibt. Es gibt hier im Bereich gibt es auch nochmal ein Cluster. Das ist dieses V-Cluster, was ich vorhin nochmal gezeigt hatte. Und dann gibt es halt natürlich auch immer wieder kleine, vereinzelte, versprengte Router, die jetzt nicht meshen, aber hier sieht man deutlich schon mal eine längere Linie. Es gibt eigentlich auch noch eine Linie hier rüber über die Förde, auf die wir ganz besonders stolz sind, die wir jetzt allerdings nicht im Bild sehen, weil sie halt eben manchmal sehr wackelig ist. Ja, Sicherheit im Internet und natürlich auch im Freifunknetz besteht natürlich immer darin, dass der User sich selbst schützt, das heißt also praktisch auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung achtet, dass S hinter dem HTTP benutzt und darauf achtet, dass er sozusagen wie im regulären Netz die Bedingungen auch erfüllt und darauf achtet, halt sich selber zu schützen. Dass er natürlich Browsererweiterungen zum sicheren Surfen benutzt, wie zum Beispiel NoScript, HTTPS Everywhere und uBlock Origin. Das sind alles Dinge, die man auch im regulären Netz benutzt. Die sollte man auch im Freifunknetz benutzen.
Dann die große Frage, also nicht die große Frage, aber die Frage, die immer wieder auftaucht. Wir haben ja sonst, wenn wir uns einloggen in ein auf einen Knoten, der meinetwegen irgendwie von einer lokalen Telekommunikationsfirma aufgestellt worden ist, eine WPA-Verschlüsselung. Dies tun wir nicht. Das heißt also, der Verkehr zwischen dem Endgerät und dem Router ist nicht verschlüsselt. Das ist relativ einfach zu beantworten. Freifunk hat keine Splash-Screen und auch keine Passwörter. Würden wir das einführen, würden wir praktisch dementsprechend auch immer wieder Passwörter weiterreichen, die praktisch dann auch wiederum von den Knotenbetreibern benutzt werden könnten, um es zu schließen. Dann wäre also die Idee des Freifunks auch nicht mehr gegeben, dass sich jeder frei zugänglich einloggen kann. Dieses Feature kann man natürlich, wenn man das unbedingt haben möchte, nachrüsten. Aber das ist der Grund, weshalb wir praktisch keine Verschlüsselung haben. Gut, hat noch jemand Fragen dazu? Ja, bitte. Hat sich an der rechtlichen Situation durch das Urteil vom EuGH am Donnerstag irgendwas geändert? Ich muss ganz offen gestanden sagen, das habe ich noch nicht durchgeackert. Das Thema, ich hatte es nur als Link irgendwo gesehen, ist eine schwierige Sache. Es ist halt eben, und das hatte ich vorhin eben auch angesprochen, die Rechtssicherheit ist halt eben einfach nicht gegeben. Und das war eigentlich im Grunde genommen das Hauptziel der Novelle oder der Novellierung des Telemediengesetzes, dass es doch endlich mal eine Rechtssicherheit gibt für alle. Ja, also für die Telekommunikationsanbieter selbst und natürlich auch für Leute wie Cafés, die praktisch Cafés aufstellen. Und das wäre ja eine tolle Sache. Das ist nicht entstanden. Das Hickhack zwischen EU und der Bundesrepublik Deutschland ist eine schwierige Angelegenheit. Das Konstrukt Störerhaftung gibt es sonst nirgendwo. Das haben wir uns persönlich eingebrockt. Und ja, die Frage stellt sich natürlich jetzt irgendwie, wie kommen wir raus? Aber die kann ich auch nicht beantworten. Aber das EuGH habe ich bisher noch nicht gelesen. Aber wenn jetzt jemand über meinen Freifunkknoten eine Urheberrechtsverletzung begehen würde, ja, würde das, ist das nicht zurückzuführen auf meinen WLAN, weil das über die Gateways läuft? Oder? Theoretisch sollte das nicht möglich sein. Praktisch ist natürlich vieles möglich. Ja? Meine Erfahrung ist, dass es meistens wenig Böse gibt und viele Gute. Ja, dieses Angstszenario, dass man irgendwie praktisch Dinge tut, die einem, die man nicht tun sollte, resultieren meistens aus dieser, ja, wie soll ich sagen, Rechtsunsicherheit. Ja, die Abmahnwellen sind eigentlich im Grunde genommen eigentlich auch eine Folge von Rechtsunsicherheit, ja, die ausgenutzt wird und mit denen halt in Geschäfte gemacht werden. Aber theoretisch ist es eigentlich nicht möglich, das konkret irgendwie zu tun. Gibt es für den Freifunk hier irgendwie Unterstützung aus öffentlicher Seite, Stadt oder? Ja, Kiel hat so eine Konstellation. Es gibt ja den Landtag hier und es gibt halt eben die Stadt Kiel. Beide verfolgen unterschiedliche oder haben unterschiedliche Häuser und unterschiedliche Entscheidungsmodelle. Ich komme da später nochmal auf den Jahresrückblick, da ist einiges passiert. Es gibt ein Pilotprojekt auf Landesebene, die ein Pilotprojekt ausgerufen hat für die Stadt Flensburg, Lübeck und Kiel. Das ist soweit gedungen, dass es angeschoben worden ist. Leider Gottes irgendwie hart ist der Entscheidung und der wirklichen Umsetzung. Gut, das ist halt so. Auf Kieler Ebene ist ebenfalls etwas entstanden. Man hat sich dazu durchgerungen, aufgrund von Oppositionsparteien die Dächer freizugeben in Kiel, die der Stadt Kiel gehören. Allerdings gibt es natürlich technische Dinge, die es schwierig machen, umzusetzen. Es gibt halt eben sehr viele Regeln dafür, sei es Blitzschutz, sei es die Aufstellung durch qualifiziertes Personal. Und wenn ich da noch mal ein Stichwort geben kann, ist die KN, die ja jetzt irgendwie mit ADEX zusammen irgendwie Hotspots an den, sag mal, einschlägigen Orten aufgestellt hat. Ja, stellenweise auch wie am Wiener Platz. In der Sparkasse am Vinetaplatz, allerdings mit der Antenne Richtung irgendwie safe, sodass also praktisch die Leute eigentlich an der Scheibe kleben müssten, um den Empfang zu richten. Das ist natürlich nicht gewollt für den Vinetaplatz, sondern nur für die Kunden von der Sparkasse. Also es gibt einiges Unterstützung, würde ich es nicht nennen, aber es gibt einige Dinge, die praktisch angeschoben worden sind, politisch aber nicht in der Praxis umgesetzt worden sind bisher. Wenn der Freifunkrouter die Pakete durch ein
durchs Internet routet, also keinen weiteren findet, mit dem wir jetzt Mesh-Betrieb machen, ja, wird dann ab dem Freifunkrouter bereits verschlüsselt? Du sprachst von VPN oder so? Ja. Ja, wir verschlüsseln den Verkehr ab des Routers, verschlüsseln wir bis hin zum Gateway, den verschlüsseln wir natürlich ebenfalls. Und dann von dort aus wird er dann ebenfalls dann praktisch per VPN dann weitergeleitet. Ins Ausland, aber von da wird unverschlüsselt die Webseite aufgerufen und ab dem VPN-Provider im Ausland bis zu dem Empfänger der Webseite ist der Weg wieder unverschlüsselt. Mhm. Das heißt, der kann dort mitgelesen werden. Es kann nur nicht zurückverfolgt werden, wo er herkommt. Aber der Inhalt kann im Internet mitgelesen werden von NSA und Co. Ja, gut. Aber wie gesagt, HTTPS nicht, garantiert zumindest mal, das sprach ich auch vorhin an, mit der Sicherheit, nicht, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt also praktisch, dass wenn ich das Endgerät benutze, und das findet ja auch im regulären Netz statt, das heißt, dass ich darauf achten muss, dass die Verbindung zwischen meinem Rechner bis zur Webseite verschlüsselt ist, dann kann es mir eigentlich egal sein, an welcher Stelle das praktisch irgendwie da vorbeikommt, weil die Paketverteilung als solches ist ja sowieso eine dynamische Angelegenheit und die ist ja nicht immer gleich. Ja, also die kann ja auch irgendwie, die muss ja nicht zwingend immer denselben Weg nehmen. Was ist das denn mit der Bandbreite? Also ich hänge ja den Freifunkrouter hinter meinen normalen Router, oder Switch oder was auch immer. Mhm. Und ist das dynamisch? Also dass ich, kann ich das irgendwie einstellen, dass sozusagen, wenn ich die Bandbreite selber brauche, dass dann Freifunk irgendwie gedrosselt wird und dass das sonst alles bekommt? Oder ist das ein festes Verhältnis? Das ist meistens ein festes Verhältnis. Also wenn man die Firmware aufspielt das erste Mal, dann erscheint dort eine grafische Oberfläche und in der kann man Dinge einstellen. Und da steht dann also, möchte ich die Bandbreite begrenzen? Wenn man dies ankreuzt, poppt als erstes mal eine voreingestellte Größe auf, die später nachher auch im Config-Mode selbst reguliert werden kann. Dazu kann ich nachher noch was sagen. Was du aber auch machen kannst, der Router, der dich mit dem Internet verbindet, also dein normaler Heimrouter, kann ja auch Traffic Shaping vornehmen. Mhm. Und dann kannst du da einfach für die iPhone-Box eine geringere Priorität eingeben. Bei der Fritzbox zum Beispiel ist das ganz einfach. Und dann kannst du überall schnell surfen und die Nachbarn sind dann halt ein bisschen langsamer unterwegs für die Zeit, wo du halt deinen großen Download hast. Alles klar. Gut, noch Fragen dazu? Okay, dann bedanke ich mich jetzt erstmal. Ja, ich komme noch mal auf den Veranstaltungshinweis. Am 6. Oktober ist in der TopPoint das nächste Freifunktreffen. Und ich danke für eure Teilnahme und euer Interesse an dem Vorstand und wünsche viel Spaß mit Freifunk. Die Firmware für die Kieler Community befindet sich hier auf der Homepage des Freifunks. Und wir haben hier jetzt ein 1043 und das ist eine Version 2.1. Das bedeutet, ich klicke hier einfach auf den Link und kann hier jetzt die Firmware runterladen. Und zwar machen wir eine Neuinstallation. Auf dem Router ist vorher die Firmware des Herstellers. Und deswegen klickt man in diesem Fall auf Hersteller, hier auf Firmware. Dann speichere ich diese Datei. Das landet standardmäßig im Download-Verzeichnis. Jetzt als nächsten Schritt mache ich einen neuen Tab auf und rufe die Konfigurationsseite des Herstellers auf. Das ist wichtig, wenn es die Herstellerfirmware ist, dann ist das die 0.1 am Ende. Der Benutzer ist in diesem Fall Admin. Und die Herstellerfirmware hat das voreingestellte Passwort Admin. Dann geht man hier unten auf System Tools. Firmware Upgrade. Die Datei kann man jetzt suchen. Das ist die aktuellste und dann öffnen und Upgrade.
Jetzt fragt er nochmal nach. Und dann geht's los. Ja, die Herstellerfirmware ist grundsätzlich Englisch. Die Freifunkfirmware ist mittlerweile in mehreren Sprachen erhältlich, aber das sehen wir gleich. So, jetzt startet der Router nochmal neu. Dauert leider alles seine Zeit. So, jetzt ist das vollständig. Zur Sicherheit trenne ich jetzt einmal die Netzwerkverbindung auf, indem ich den Stecker ziehe und nochmal neu reinstecke. Und jetzt rufe ich nämlich die 192.168.1.1 auf. Und das ist jetzt schon, ja, der Rechner hat jetzt erkannt, dass hier scheinbar das Betriebssystem hauptsächlich Englisch ist. Das hängt jetzt von der Einstellung des Rechners ab, ob die deutsche oder die englische Oberfläche erscheint. In diesem Fall haben wir halt die englische und dann muss ich jetzt halt durch. Gut, dann können wir diesem Router jetzt den Namen geben, Kilux 2016. So. Jetzt sagen wir ihm noch, dass ich verbinden möchte. Da kann man hier jetzt nochmal Limit Bandwahl, da kann man jetzt einstellen, wie man den Rechner, wie man den Router limitieren möchte. Das ist aber eine statische Limitierung, die dann immer stattfindet. Also mehr Bandbreite beansprucht der Freifunkrouter dann nicht. Ja gut, jetzt kann ich hier noch ankreuzen, so Node on the Map, das heißt also den Knoten auf der Karte erst anzeigen lassen. Ja, das ist dann zum Beispiel hier neuer Tab und dann, wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, dann kann man hier jetzt, so, jetzt muss ich mich kurz mal orientieren. Das ist der Westring und hier sieht man, dass man im Kit doch schon einige Access Points hat. Achso, Nadel. Gut, anhand dieser Daten kann ich die Sachen gruppieren und hier wieder mit STRG und V einfügen. Das gleiche nochmal mit der Höhenangabe kopieren und STRG und V einfügen. Höhe könnte man jetzt schätzen. Was nehmen wir da mal? Ja. Was würdest du vorschlagen? Gut. Das ist erstmal die Grundeinrichtung. So, und jetzt müsste halt dieser Key, den wir gerade erzeugt haben, in die Datenbank eingepflegt werden. Oben, willst du? Ach so, okay. Wird versendet per E-Mail und landet dann in der Datenbank. Und erst dann funktioniert der Knoten auch. Über VPN? Über VPN, ja. Für Mesh ist das natürlich nicht notwendig. Aber dieser Config-Modus hat ja noch einige andere Einstellungen und auf die komme ich jetzt zu sprechen. Um wieder zurück in den Config-Modus zu kommen, muss ich die Reset-Taste 10 Sekunden drücken. Das kann man hier jetzt natürlich nicht sehen, bis die LEDs einmal komplett aufleuchten. Und dann ist dieser Knoten auch wieder gut. Dann rufe ich jetzt den Modus wieder auf. Und kann hier jetzt in den Expert-Modus gehen.
Da gibt es also die Möglichkeit, einmal SSH-Keys zu hinterlegen oder den Router durch ein Passwort zu schützen. Zur Sicherheit ist die Fernwartung ohne Key oder Passwort nicht möglich. Das heißt also, man kann, wenn man kein Passwort oder kein Key eingetragen hat, nicht den Router per Fernwartung erreichen. Das ist ein Sicherheitsfeature, damit die Knoten nicht anderweitig übernommen werden können. Gut, dann gibt es noch die Möglichkeit, ein privates WLAN auf dem Freifunkknoten aufzubauen, was man verschlüsseln könnte. Das wird in diesem Dialog gemacht. Da kann man dann für dieses WLAN auch eine SSID und ein Key festlegen. Und das ist eine WPA2-Verschlüsselung. Und über WLAN kann man hier jetzt zum Beispiel noch einstellen, Enable Client Network, das bedeutet, das ist das Netzwerk kiel.freifunk.net, was man sieht, wenn man sich verbindet mit dem Freifunknetz. Oder das Mesh-Netzwerk, das ist diese Adresse mit den Doppelpunkten da drin. Über dieses Mesh-Netzwerk kommunizieren die Router per WLAN untereinander. Das braucht man auf jeden Fall, wenn man möchte, dass sich ein Router mit seinem Nachbarrouter unterhalten kann. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Sendeleistung runterzusetzen, um eventuellen Funkstörungen vorzubeugen. Default ist der stärkste Wert. Ja. Kann ich einmal mit bestätigen. Dann kommen wir zum Thema Netzwerk. Da haben wir halt die Möglichkeit festzulegen, ist mein Router an einem IPv4 oder IPv6 Netzwerk angebunden. IPv6 ist meistens bei Kabelanbietern, wenn jetzt zum Beispiel Kabel Deutschland neue Anschlüsse verteilt, geben die meistens nur noch IPv6 Adressen raus. Dann muss auf jeden Fall IPv6 Adresse angewählt sein. Oder halt IPv4, wenn das ein älterer Anschluss ist. Da gibt es auch noch die Möglichkeit, statische IP-Adressen einzugeben. Wenn man jetzt in seinem Heimnetzwerk möchte, dass dieser Router immer auf einer Adresse konfiguriert ist, kann man die statisch setzen an dieser Stelle. Hat den Vorteil, wenn man aus dem Heimnetz den Router erreichen möchte, um irgendwas umzustellen, dann findet man den sofort, wenn man die Adresse kennt. Der nächste Punkt ist Automatic Updates, also automatische Updates, Aktualisierung. Standardmäßig aktiviert und auch im Branch stable. Es gibt dann noch die Unterschiede Experimental oder Backbone. Aber für den Normalbetrieb sollte das Ding auf Stäbel stehen. Dadurch wird der Freifunkrouter automatisch aktualisiert, sobald es eine neue Firmware gibt. Der nächste Punkt hier. Upgrade Firmware, das dient zum manuellen Aktualisieren von Firmware. Und hier gibt es die Möglichkeit, halt, die Datei auszuwählen. Und dieser zweite Haken heißt Keep Settings, also Einstellung behalten. Wenn man den entfernt, vergisst der Router, was er vorher wusste.
an persönlichen Einstellungen. Dann muss er also komplett neu konfiguriert werden. Und er vergisst auch den Router-Key, mit dem hier in Kiel die Freifunkknoten aktualisiert werden. Das heißt also, wenn man aus irgendeinem Grund seinen Router mit vergessener Daten neu flashen muss, dann muss die berühmte Mail wieder abgeschickt werden und dann werden wir schnellstmöglich den neuen Key in die Datenbank einpflegen, damit der Router auch wieder funktioniert. Tja, das war's im Prinzip schon. Sind dazu jetzt noch Fragen? Ja? Hat eigentlich jede Freifunk-Community also ihre eigene Firmware? Oder scheidet sich jetzt eure von der, die ich in Hamburg bekommen würde? Ja. Und das gibt es halt auch als Unterschied jetzt. Außerhalb von Kiel wird Nordfirmware eingesetzt. Die sieht etwas anders aus und da funktioniert das Registrieren der Knoten auch etwas anders und zwar genauso wie in Hamburg. Automatisch. Ja, da brauchen wir dann diese Adressierung, das Eintragen der Keys in die Datenbank nicht mehr manuell machen. Ja. Gut, sonst noch irgendwelche Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.